Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ihr habt mir ein paar Sachen geschrieben. Erstens, dass ich halt in der Eisenmine für jedes Gesteinart eine Ding aufstellen soll. Lager. Wäre vielleicht gar nicht eine blöde Idee, weil ich habe jetzt, wie viele EKWs habe ich aktuell eigentlich für die Mine? 14 halt zugewiesen? Warum war ich eigentlich 14 zugewiesen? Ich muss bloß überlegen, was ich alles mittlerweile hier abgebe, weil die Menge ist natürlich hochgeschossen. Aber eventuell tue ich jetzt die Lage mal nach hier unten setzen, um das Ganze zu vereinfachen und zu verschnellern. So, wir haben Erde, wir haben Gestein und wir haben Schlacke, würde ich sagen. Und das Ganze kopieren wir jetzt noch einmal nach vorne. Jetzt sagen wir hier mal, wir haben hier Gestein, dann haben wir hier Erde, dann haben wir hier Schlack und was können wir noch alles abgeben? Ich glaube, mehr geht gar nicht, ne? Dann kann ich euch zwar löschen. So, dann tun wir die mal bauen. Euch tun wir dann gleich auf 0 setzen, auf leeren. Machen wir gleich der direkt hier was bekommen. Und dann also die zwei können weg und dann geben wir die drei dazu. Wir tun euch auf oder halb leeren tun wir euch mal so schätzen oder sowas. Hier auch. Hier darf. Ja, das müsste eh passen, so grundsätzlich. Dann müsste das Ablagersystem wieder funktionieren. Die können wir bis zum letzten Stand leeren. Und euch abreißen. Schauen wir, wie das jetzt funktioniert, wenn wir es genau davor haben. Weil jetzt graben wir uns ja auch durch diese Hauptschicht durch. Da könnte natürlich jetzt viel sich dann abändern. Und dann reduzieren wir mal auf 8. Dann machen wir 6, 2 pro Ding. Schauen wir, wie es dann ausschaut. Rein theoretisch sollte das ja ganz gut dann klappen. Jetzt aktuell shippen wir unsere neuen Wege hier, damit wir hier mal hinten ein bisschen anfangen können auch zu arbeiten. Ist natürlich alles mittlerweile schon ein bisschen Arbeit. Die Kohlemine ist auch mittlerweile relativ heavy im Gebrauch. Und wir graben uns schon wieder dadurch, wo es nicht lohnt, nötig ist, ganz ehrlich. Warum steht er eigentlich ohne Bagger rum? Achso, weil Kohle schon wieder voll ist. Eventuell sollten wir mal ein größeres Schüttgutlager hinstellen. Schnell liefern. So. Dann müssten sie auch hier hin liefern, rein theoretisch. Glaube ich. Und jetzt hier noch ansagt, dass das Kohle wird. Müsste das ja in Sekunden losgehen anfangen, oder? Was habt ihr? Ihr habt Erde. Verbessern wir mal das Förderband. Es ist gerade gar nicht die Kohle, okay. Dann ist es eher das, die Übertragungsgeschwindigkeit der Ressourcen, okay. Dann sollte sich das auch bald bessern. Wie geht's bei der Kupferminen-Einfahrt? Ja, Stück für Stück graben wir uns hier durch. Würde halt seine Zeit noch dauern, ne? Hier ist er. Dieses. Ah, da muss ich mir noch was überlegen. Ganz ehrlich, das geht so nicht. Da wäre jetzt so ein Logiksystem noch geil. Wenn der voller ist wie der, dann schaltet die Priorität um oder sowas.
Ich muss mal schauen, was passiert, wenn ich sie relativ gleich schalte, ob sie dann gleichzeitig auch benutzt werden oder eher weniger. Ich glaube, der Tank muss jetzt dann auch langsam leer werden. Das kann natürlich nicht gut enden. Ja gut, die Info habe ich auch mittlerweile. So, schauen wir mal, wie schnell wir uns hier dann durchgraben anfangen jetzt. Aber wir scheinen hier so auf der Oberfläche vom Eisen aktuell noch zu graben. Wir werden auf jeden Fall eine Zeit ohne Eisen auskommen müssen. Das werde ich jetzt, sehe ich jetzt schon kommen. Wahrscheinlich, die liefern hier schön alles ab, das scheint ganz gut zu laufen. Kohle wird auch schon befüllt. Aber ich glaube, ich muss hier mal ein zweites Förderband noch anbringen. Damit die Befüllung schnell genug geht. Der Tanks. Dass das hier alles den Konformitäten entspricht und alles. Genug Kohle auf Lager zu haben. Ne, bis jetzt schaut es ganz gut aus. Was verfahrt ihr jetzt? Kohle. Ne, rein theoretisch wäre es eigentlich auch schlau zu schauen, dass man sagt, die müssen immer alle voll sein. Und dass man das Zeug dann verfährt. Ja, das mit dem Flüssigkeitsspeicher wird sich hoffentlich gleich mal legen. Die Prio ist eingestellt und die Fabrik läuft wieder. Vielleicht ist auch noch nie so aufgefallen, weil die Maschinen noch nie so heavy gelaufen sind. Könnte natürlich auch ein Grund sein. Wait, jetzt sind Kartoffeln und Ding leer. Fressen die mir so viel vom Kopf gerade, oder was? Wo sind die Kartoffelernten? Holy shit, das dauert lange. Ich könnte mir mal anschauen, wie ich mit Dünger vorgehen sollte. Dünger. Dünger 2 wäre natürlich grandios. So, Gründer 2 braucht Dünger 1, Kalkstein und Schwefel. Und für Dünger 1 brauche ich Ammoniak und Sauerstoff. Ammoniak kann ich produzieren aus Wasserstoff und Sauerstoff, Stickstoff. Oder aus saurem Wasser mit Hochdruck. Da kriege ich Ammoniak und Schwefel raus. Wasserstoff produziere ich wiederum. Ja, Stickstoff kann ich. Wait, what? Aber jetzt war ich kurz verwirrt. Warte mal, was? Also, Ammoniak bekomme ich aus Wasserstoff und Stickstoff. Wasserstoff bekomme ich aus einem Elektrolysegerät. Ich brauche mal wieder. Ah, jetzt habe ich kein Papier, Herr Mensch. Also, nochmal zurück. Das jetzt alles hier wieder. Dünger 1 braucht 12 Ammoniak, 18 Sauerstoff. Ich brauche mindestens 6 Wasserstoff. 6 Wasserstoff. Würde 2 von den anderen Anlagen. Oh Gott. Okay, es könnte sehr, sehr interessant werden. Habe ich hier Stufe 2 eingebaut und hier Stufe 1? Ernsthaft? Hi, der Witzka. Ich glaube, wir müssen irgendwann schauen, dass unsere Produktion endlich mal jetzt upgraden können. Das ist wieder zu wenig mittlerweile.
Na, jetzt brauchen wir uns aber ordentlich durch. Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Wir sind jetzt dann aber auch am Ende vom Eisenminengebiet. Jetzt haben wir es mal wieder angepasst, so. So, jetzt geben wir hier nochmal die Info, dass die vielleicht das hier noch zwischen Abgraben anfangen, ein Bagger wenigstens. Dass wir noch so ein bisschen an Eisen kommen währenddessen, weil jetzt wird unser Eisen leer. Es war natürlich klar, dass jetzt das Eisen so ein problematischer Faktor wird. Was produzieren wir eigentlich gerade? Ach, wir produzieren immer noch... Haben wir noch so viel Holz? Funktioniert die blöde Anlage hier oben etwa so gut? Scheint so, ne? Wahnsinn. Ich habe echt diese Größe erreicht, wo du so ausbalanciert arbeiten kannst. Schicke Sache. Wie, kein Platz. Sind wir hier fertig? Ich weiß nicht, was ihr habt, aber hier ist immer noch Platz zu verkippen. Hä? Leute, hier ist Platz zu verkippen. Ist das ein Bug? Ich glaube, das war nur einfach ein Bug. Was willst du denn verkippen? Ne, haben wir doch. Ja, es war nur ein Bug, okay. So. Das ist nicht wieder andersrum und ich habe es wieder verpennt. Mal kurz so rum noch einstellen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das abgreife. Sonnenkollektoren haben wir jetzt erforscht, okay. Ja, jetzt ist aber gleich das Lager auch voll. Und dann haben wir alles wieder voll gepumpt. An Lagereinheiten. Dann sind wir wieder richtig gut dabei. Warum produzierst du jetzt zum Beispiel nicht mehr? Weil kein Graphit. Warum kein Graphit? Weil, haha, ich habe das saure Wasser nie abgepumpt. Stimmt, da war was. Das Chlor. Das müsste ich an mehreren Stellen das Problem haben. Yep. Aber ich kann doch saures Wasser auch wieder umwandeln, ne? War da nicht was? In was für eine Anlage war das wieder so? Lass mich kurz schauen. Hier saures Wasser mit Dampf. Wir scheinen ja hier genug Dampf zu haben. Warum nicht eine Crackling-Anlage? Was schmeißt du mir raus? Wasser, Ammoniak und Schwefel. Ich hätte hier gerne mal einen Schnellbau. Vorsicht, neue Anlage. Die kriegt ein bisschen Dampf ab. Und hier bauen wir jetzt zwei Flüssigkeitsspeicher hin. Dann brauchen wir zwei Schüttlager noch. Ah,
schaut jetzt ein bisschen beschissen aus, aber scheiß drauf. Und setzen das alles ein. Naja, Wassertank brauchen wir auch noch. Wir haben jetzt hier auch noch wieder ein Lager für den Scheiß. Wäre es nicht dafür schlau, irgendwo in der Nähe von unseren Dingern einfach eine Anlage... Oh. Oh, wir sind an dem Limit wieder angelangt, wie es ausschaut. Wir scheinen echt das Limit der Anlage erreicht zu haben. Wäre echt so hoch. Diese Schwankungen machen wir jetzt gerade Sorgen. Okay, ich krieg jetzt die Anlage wieder zum Laufen. Ich schalte mal bestimmte Teile aus. Gut. Also nochmal zurück zum Thema. Die neue Anlage, die ich bauen will, ist ja aus Staffel 1. Da war die noch ein bisschen günstiger. Ich könnte die jetzt rein theoretisch fast bauen. Fast. Die Frage ist, wohin stellen wir sie? Ich hätte sie ja gerne hier irgendwie hier. So ein bisschen abseits. Wie so eine Offshore-Island fast schon. Aber wenn ich schaue, na wohl, Kohle gibt es hier keine. Und alles, was ich hier vorne hin tue, wird keine Probleme machen, rein theoretisch, oder? Wenn ich die Ecke jetzt noch aufschütte, mache ich hier als erstes hier eine Produktionsanlage hin. Und später kommt dann hier noch ein Ölterminal und alles hin. Die Kohle ist eh schon fast weg. Sojabohnen, was? Tofu. Du bist angedockt. Können wir mit dir gerade rumfahren oder bist du immer noch... ich habe... Location ist zu far, okay? Location ist zu far. Dich kann ich erkunden. Bye, bye, Schiff. Gut. Die Überlegung ist aktuell, ob ich das Ding nicht woanders hinstelle. Und dann zum Beispiel sage, hier kommt noch so eine kleine Düngerproduktion hin. Und angeliefert wird saures Wasser von überall her. Oh, halt, ist das schon wieder passiert. Man muss halt echt aufpassen. Schon wieder voll, dann gehen die Anlagen nachher nicht mehr wieder. Super. Ich muss doch irgendwas mit überschüssigem Rohbenzin machen können, oder? Was kann ich mit überschüssigem Rohbenzin anstellen? Kann ich bestimmt auch wieder Benzin erstellen. Denn so kriege ich Rohbenzin. Mit Rohbenzin und Schwefel kann ich Gummi herstellen. Rohbenzin und Kohle kann ich auch Gummi herstellen. Mit Wasserstoff und Diesel kann ich Brenngas herstellen. Und Diesel. Rohbenzin und Dampf kann ich Brenngas und saures Wasser herstellen. Ich kann natürlich damit auch Dampf herstellen. Und ich kann Kohlenstoff herstellen. Bedeutet, ich könnte dich in die Kohleanlage anstatt das Benzin einflößen. Eigentlich voll interessante Move. Wir brauchen kurz eine Rohrleitung 2.
Und verbinden dich dahin und sagen dir dann, hey, ab sofort machst du das mit Rohbenzin. Sollte den Tank langsam leeren anfangen. Oder wie viel brauchst du? Du brauchst 16. Wir kriegen Rohbenzin in der letzten Stufe, wenn ich mich nicht erinnere. Wir kriegen 24. Wenn du den Hauptteil frisst, jetzt wird's interessant. Jetzt sinken nicht beide. Und ich kann gleichzeitig noch Gummi herstellen. Geile Kombi. Standort erkundet, okay. Eine Siedlung. Was? Die Siedlung hat... Für ein Handelsschiff. Ja, sicher. So schnell besuche ich diese Siedlung nicht mehr. Ich sag's euch jetzt schon. Also du bist wieder zu weit weg, so ist das schon. Zu weit weg. 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 Und zu weit weg. Also muss ich jetzt irgendwelche Missionen machen bei den Dörfern, damit die hier... Habe ich die Fracht schon auf dem Schiff? Oh ja, ich habe die Fracht schon die ganze Zeit auf dem Schiff. Fracht ausliefern. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge wird sich wahrscheinlich hier weiter runtergebuddelt. Die Kollegen warten gleich noch auf ihre LKWs, die unterwegs sind. Wie gesagt, ist ja nur ein Bauunternehmen, deswegen ist da hier nicht wirklich viel unterwegs. Und wir werden wahrscheinlich nächste Folge dann noch anfangen können, oder wir können schon dann, ja, wir werden auf jeden Fall nächste Folge anfangen können, die neue Dampfanlage hierzu aufzustellen, um unsere Energie zu erhöhen und diesen Teil hier ein bisschen zu entwirren. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.